Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen bei Imbalanced Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was in den nächsten 2 Monaten auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Krebs bitte, was kommt in den nächsten 2 Monaten auf Krebs zu, bitte? Schwerter. Schau mal. Weißt du, ich erkläre dir mal meine Gedankengänge hier. Das, was du hier siehst. Schau mal. Findest du das nicht mega schade? Ich meine, schau mal die Torte an. So geil. So geile Farben. So schön dekoriert. Und dann wird das so geschnitten. Das ist doch, oder? Man will lieber sehen, wie hier akkurat ein Stück rausgeschnitten wird und man die geile Füllung sieht, ja, und dann essen. Also sehr schade, so dieses, warum wurde eine solche Torte so behandelt? Ja, Krebs, schade, schade, schade. Warum wurde eine Torte wie du, ja, so behandelt? Siehst du hier die Regentropfen überall? Das sind die Tränen der anderen, die auf dich fallen hier. Ja, also eins muss ich sagen, hier mit 3 der Schwerter Krebs sehe ich, dass du ein Umfeld hast, das dich zu spüren weiß, ja, also deine Freunde, deine Familie, wenn es dir schlecht geht, wenn du etwas Unfaires erlebt hast, dann ist das denen bewusst, okay? Es gibt auch viele Leute, die ignoriert werden, ja, sehr oberflächliche Umfelder haben. Das scheint bei dir nicht der Fall zu sein mit 3 der Schwerter. Den Menschen ist bewusst, was in dir vor sich geht. Den Menschen ist bewusst, dass du verletzt wurdest. Ja, die sehen deine innere Welt. Du hast nicht ein Umfeld, das sagt, ah, Krebs hat eine schicke Jacke an, also geht es Krebs gut. Nein, nein. Ah. Das klingt lustig. Aber viele sind, also die meisten sind so, die Gesellschaft tickt so. Ach, sie hat eine tolle Tasche, also geht es ihr gut. Und dann kommt Neid und all das. Aber nein, du scheinst hier ein Umfeld zu haben, das ziemlich auf, also sehr aufmerksam ist in Bezug auf dein Innenleben. Also mach dich hier drauf gefasst, Krebs, dass du hier sehr viel Mitleid bekommst in den nächsten 2 Monaten für das, was du durchlebt hast, für die Art und Weise oder wie dein Leben momentan verläuft, okay? Nö, da werde ich jetzt nicht mitmachen, Krebs. Wir schauen jetzt, was hier, ja, was die Karten hier jetzt sagen. Ich habe kein Mitleid mit dir. Nö, ist mir auch egal, welche Tasche du trägst. Königin der Stäbe, sehr schön. Du hast auch kein Mitleid mit dir. Super, sehr schön. Königin der Stäbe, du sagst hier, wovon redet ihr? Ja. Wovon redet ihr? Was für ein Leid? Was für ein Schmerz? Wie hat man mich genau zerschnitten? Ja. Wovon redet ihr? Ich sehe hier immer noch fantastisch aus hier. Was geht ihr davon aus, dass ich hier gebrochen sei? Was geht ihr davon aus, dass ich hier beheult werden muss? Ich habe hier Ziele, die ich verfolge. Ich habe hier was vor Augen. Ich habe da Dinge, die ich haben möchte, Dinge, die ich erreichen möchte. Ich habe hier Lebenspläne. Ich habe hier Reisen, die ich hier vorhabe. Und ich halte hier stolz meinen Stab mit dieser Flagge der Liebe und glaube weiterhin an das Gute in meinem Leben. Wovon redet ihr? Ja? Und das ist ja auch interessant. Wir haben hier so ähnliche Farben hier bei der Kleidung wie bei der Torte. So diese Kombi von Pink und Rot und auch hier so Pink und Rot Kombination. Das ist so der Moment, wo du sagst, ich bin doch keine Torte. Nee, das ist so im Sinn, oder Krebs. Die Dinge, die dir da passiert sind, du sagst, dass das nur ein paar Aspekte deines Lebens sind, 3 Aspekte deines Lebens. Und du sagst, ich habe 10, 20 Aspekte in meinem Leben. Und wenn von diesen 20 Aspekten 17 gut laufen, dann sind mir diese 3 scheißegal. Also das ist so,
Das sind wie drei schiefgelaufene Beziehungen hier. Vielleicht hast du drei Scheidungen hinter dir. Und dann kommen die Leute und sind traurig. Oh, Krebs, oh, du Arme. Und du verstehst nicht, warum das so relevant sein soll für dich. Ja, weil in der Ehe habe ich es verkackt. Ja, aber ansonsten läuft bei mir alles grandios. Also wieso sollte ich mich deswegen runterziehen lassen? Ja, und es ist auch, oder drei der Schwerter, vielleicht drei Bewerbungen. Hast da eine Absage bekommen bei drei Bewerbungen und die Menschen haben Mitleid mit dir und du, oder du Königin der Stäbe, du siehst das gar nicht als einen Verlust, sondern als ein jetzt erst recht. Ja, sehr schön, sehr gut. Da verstehen wir uns, Krebs, ja? Sehr gut, sehr gut. Das ist das Schlimmste, was man sich selbst antun kann, Selbstmitleid. Hört doch auf. Es gibt immer Schlimmeres, gell? Und eben, wenn all die anderen Aspekte gut laufen, oder? Ich meine, ja, ich habe hier den Eremiten liegen. Oh! Hm. Es gibt eine Person, die du... von der du dich verabschieden musstest. Nee, nicht tot. Nicht tot. Sondern eine Person gibt es, wo nichts kaputt gegangen ist, kein Schluss machen da war, keine Scheidung, nichts. Aber doch musstest du es bei dem Nichts belassen, wozu es geworden ist. Konnte ich es ausdrücken, ansonsten zurückspulen. Da ist keine Scheidung, keine Trennung, kein Streit, da gibt es kein schriftliches, ich will dich nicht mehr sehen, nichts. Es ist einfach das, was es zuletzt war, also dem Nichts, dabei musstest du es belassen zuletzt. Weißt du, welche Geschichte? Gut. Diese Geschichte wird wieder aufgerollt in den nächsten 2 Monaten. Ja. Ja. Ich will dir etwas bei diesen Karten zeigen. Wo ist der Ritter der Kelche? Moment. Wart. Das Warten lohnt sich. Es ist übrigens, während ich hier suche, 50% Rabatt auf alle Fortsetzungen bis und mit Montag, 22. April, wird automatisch im Warenkorb abgezogen, musst keinen Discount-Code eingeben. Okay? For your information, 50% Rabatt auf alle Fortsetzungen bis und mit nächste Woche am Montag. Okay? Warte, ich zeig dir mal was. Wo ist der? Der war hier, der war ernsthaft hier. Ciao. Schau das an. Siehst du das? Das ist der Ritter der Kelche, das ist der Eremit. Okay. Siehst du hier die Glocke hier? Ja? Siehst du auch hier die Glocke hier? Jawohl, gut. Okay, du siehst hier auch die Ähnlichkeit. Okay. Ganz kurz, ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich bei einer IT-Firma gearbeitet und da gab es unter anderem ein Projekt, wo es darum ging, Bauern in der Schweiz die Möglichkeit anzubieten, ihre Schäfchen, ihre Kühe zu verchippen. Warum? Weil wissenschaftlich festgestellt wurde, dass diese Glocken die Schäfchen, die Kühe, Ziegen die ganze Zeit bei sich tragen und klingeling, die ganze Zeit klingeln, die Tiere psychisch kaputt machen. Okay, Krebs? Ja, klingelingeling. Der Ritter der Kelche steht für die Gefühle, die dieser Mensch für dich hat, hatte, immer noch hat und haben wird und klingelingeling. Ja, mittlerweile ihn sie psychisch stört. Dieses Nichts, zu dem es dann geworden ist und wobei du es dann belassen hast, Krebs, dieses Nichts, diese Leere, diese Stille hat hier das Herz von diesem Menschen umso lauter klingeln lassen die ganze Zeit. Ja. Und du siehst hier, schau mal,
Mal schauen, ob ich es dir so genau zeigen kann. Schau mal, so war dieser Mensch hier vorher drauf. Sehr von sich überzeugt hier, okay. Und mittlerweile, schau mal, siehst du das? Ganz andere Haltung. Ja. Das muss ich nicht erklären, gell? So war es vorher. Hallo Krebs, und so ist es jetzt. Sehr gezeichnet von der Zeit, in welchem er sie in diesem lauten Nichts, in dieser lauten Stille ausharren musste und die ganze Zeit die Gefühle geklingelt haben, wie verrückt. Okay. Wird wieder aufgerollt hier. Ja. Ja, ja. Hier habe ich 5 der Kelche. Ass der Münzen. Nachdem dieser Mensch hier diese hier rumgeworfen hat, alles kaputt gemacht hat, ja, und sich selbst auch so in eine unerreichbare Position gebracht hat hier. Ich habe ja auch, oder bei Ritter der Kelche, hast du gesehen, der Gesichtsausdruck ist so leicht überheblich, ja, sehr von sich auch überzeugt. Dieser Mensch hat sich damals so unerreichbar für dich positioniert und wird dir jetzt dieses Mal zu Füßen sein. Während du vorher greifen musstest, nach oben greifen musstest, um es dir zu holen, liegt es hier jetzt regelrecht auf dem Boden, Ass der Münzen hier, da kommt ein Angebot. Da kommt ein Angebot von jemandem, Krebs, der, die es ohne dich nicht mehr aushält, diese laute Stille nicht mehr aushält und etwas wieder gut machen möchte, während er sie vorher, wie gesagt, unerreichbar für dich war, du dich ständig hochstrecken musstest, um daran zu kommen, wird es dir regelrecht dieses Mal auf einem Silbertablett hier präsentiert. Ich werde hier mit diesen Karten, Krebs, schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten hier fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.